Schließe bitte die Füße. Bring die Füße ganz eng zusammen. Die Großzehen und die Fersen berühren sich. Beug die Knie und roll den Becken ein. Kreuzbein sinkt, Schambein nach oben. Finde eine gute Position für dein Becken. Richte dein Becken mittig. Und wenn du diese Position gefunden hast, dann, und auch die Länge in dem unteren Rücken, dann langsam streck die Knie. Behalte die Länge von deinem unteren Rücken. Und heb die Arme an. Setz die Schulter tief. Nimm hier einen tiefen Atemzug. Spüre die Länge von deinem unteren Rücken. Und dann ganz langsam heb dich auf den Ballen, heb die Fersen vom Boden weg. Und ganz langsam lass die Fersen nach unten sinken. Noch einmal einatmen. Die Fersen vom Boden heben. Und ganz langsam die Fersen sinken lassen. Lass die Hände jetzt vor der Brust zusammenkommen und schau, dass du die Länge von deinem Unterrücken immer noch spüren kannst. Roll nochmal den Spur, den Becken noch mehr ein. Und dann streck nochmal die Arme und diesmal kannst du dich sanft nach hinten neigen. Öffne deinen Brustkorb, dein Nacken soll sich immer noch lang halten. Ausatmen, Hände vor der Brust wieder zusammen. Einatmen, streck dich nochmal. Spür die Länge in dem unteren Rücken. Kreuzbein sinkt, während du die Arme hebst. Und öffne dein Brustkorb hier. Heb dein Blick nach oben. Ausatmen, Hände vor der Brust. Noch einmal einatmen, Schulter tief, Brustkorb weit. Neig dich so weit, wie es sich gut anfühlt, nach hinten. Und ausatmen. Hände vor der Brust. Löse die Hände und steig mit den Füßen hüftbreit. Und dann steig mit dem rechten Fuß nach hinten. Rechter Fuß nach hinten. Rechte Fußsohle hier gut verankern. Besonders die Außenkante von der rechten Fußsohle hier gut auf dem Boden spüren. Beug jetzt beide Knie. Und roll dein Becken hier ein. Finde eine gute Position für dein Becken. Zentriere dein Becken. Kreuzbein sinkt, Schambein nach oben. Und dann erst streck die hintere Knie. Behalte aber diese gute Position für dein Becken. Becken bleibt gut zentriert. Unter den Rücken lang. Und dann beim Einatmen hebt die Arme nach oben. Ausatmen, setz die Schulter tief. Bleib hier. Atem fließt ruhig, gleichmäßig. Spüre den Boden unter beide Fußsohlen. Becken immer noch gut zentriert. Spüre die Kraft in dein Zentrum. Und lass diese Kraft bis in deine Fingerspitzen nach oben fließen. Und dann langsam streck den vorderen Knie und Hände hinter deinem Rücken. Also greif entweder auf deine Handgelenke oder du greifst auf deine Ellbogen. Oder hier könntest du auch die Hände zusammengeben. Finde eine gute Position für dich hier. Und dann bring die Schulter in eine Linie mit deinen Schlüsselbeinen. Heb dein Brustbein an. Mit dem Einatmen neige dich weit nach vorne, dein Nacken bleibt lang. Und mit dem Ausatmen richte dich langsam auf. Stell dir vor, dein Kinn und dein Brustbein hat eine unsichtbare Verbindung im Faden. Und diese Verbindung bleibt, während du dich nach vorne neigst. So dass dein Nacken lang bleiben kann.
hoch. Dann lässt es mal, heb dein Brustbein maximal nach oben an. Dein Brustbein führt dich weit nach vorne. Nackt dein Kinn und dein Brustbein bleibt in Verbindung. Dein Nacken ganz lang. Und komm nochmal hoch, richte dich auf. Löse jetzt die Arme. Und greif mit beiden Händen auf den Boden. Hintere Knie auf den Boden bringen, rechte Knie jetzt auf den Boden, rechte Fuß lang machen. Und richte dich hier mal gut ein, damit es sich gut anfühlt. Und dann stütz dich nur mit der rechten Hand auf den Boden. Rechte Handgelenk, Handgelenk direkt unter deine Schulter und die linke Hand auf dem Kreuzbein. Linke Hand auf dem Kreuzbein und schieb dich hier mit dem rechten Hand vom Boden weg und schraub dich nach links. Blick auch nach links, also dreh deinen Kopf auch nach links und schau, dass dein Nacken sich ganz lang anfühlt. Linke Ohr mit Spitz zieht nach oben. Und dreh dein Brustbein noch ein oder zwei Millimeter weiter nach links. Intensiviere die Verschraubung von deinem Oberkörper. Und dann langsam löse die Haltung. Löse den linken Hand. Rechte Hand stützt immer noch auf den Boden. Schieb dich nochmal vom Boden weg. Und linke Hand nach oben hin, Richtung Decke, nach oben. Schraub dich hier nochmal nach links. Nimm hier noch einen tiefen Atemzug. Linke Ohr zieht nach oben, Nacken lang auf die linke Seite. Und langsam lösen. Steig nach hinten mit dem linken Fuß, komm in der Vierfüßestand. Fächere die Finger breit auf und schieb dich in Herabschauen nach oben. Becken weit nach hinten oben. Kopf ganz schwer. Genieße hier die Länge von deiner Wirbelsäule. Streck dich hier maximal. Und langsam lass die Knie sinken. Roll dein Becken ein. Zieh dein Nabel Richtung Wirbelsäule und dann erst. Lass dein Becken nach unten sinken. Behalte die Länge von deinem unteren Rücken und hebe dein Brustbein. Schieb dich mit beiden Händen vom Boden weg, die Ellbogenspitzen schauen nach hinten, die Schulter weit weg von den Ohren und dein Nacken ganz lang. Atem fließt ruhig, gleichmäßig ein und aus hier. Und dann schieb dich nochmal in die herabschauende Runde. Becken weit nach hinten um. Und komm entweder über die Vierfüßestand oder mit dem rechten Fuß nach vorne, einfach direkt nach vorne steigen. Strecken linke Knie. Finde hier das Gleichgewicht auf beide Füße und richte dich langsam auf. Beug ruhig die hintere Knie hier, ein paar Zentimeter und roll dein Becken gut ein, zentriere hier dein Becken. Heb die Arme an, die kleinen Finger drehen nach innen zu dir, setz die Schulter tief und schraub dich, dreh dich nach rechts hier. Bleib hier für einen Moment. Schulter tief, Schulterblätter sinken, tief nach unten, Brustbein anheben und dreh dich langsam wieder zurück. Löse die Arme und dreh jetzt Fußsohle, linke Fußsohle auf den Boden. Wenn es ein bisschen wackelig ist hier, dann kannst du die Füße weiter auseinandersteigen Richtung Mattenhand. Dann wird die Haltung stabiler. Dann kannst du die hintere Knie nochmal beugen und Becken gut einrichten.
Kreuzbein wieder sinken lassen, heb dein Schambein an. Und wenn du eine gute Position für dein Becken gefunden hast, dann erst die hintere Knie strecken. Heb die Arme an, einatmen. Ausatmen, setz die Schulter tief. Und nimm hier zwei, drei tiefe, weite Atemzüge. Spür den Boden unter beide Fußsohlen. Schieb dich mit beiden Füßen vom Boden weg. Becken bleibt gut zentriert, mittig. Oberkörper weich und lebendig. Und dann langsam streck dein vorderes Knie. Die Hände hinten zusammengeben. Entweder greifst du auf dein Handgelenk, auf dein Ellbogen. Oder du bringst die Hände hinten zusammen. Und dann zieh die Schultern in einer Linie. Bring die Schulter in einer Linie mit deinen Schlüsselbeinen. Öffne deinen Brustkorb hier. Und mit dem Einatmen neige dich weit nach vorne. Langsam hoch, richte dich wieder auf. Noch einmal einatmen, heb dein Brustbein an. Stell dir diese unsichtbare Faden vor zwischen dein Kinn und dein Brustbein. Neige dich weit nach vorne. Dein Nacken bleibt dabei ganz lang. Und dann komm wieder hoch. Richte dich auf. Ein letztes Mal. Weit nach vorne neigen, den Brustbein zieht weit nach vorne, führt nach vorne, Nacken lang. Und dann langsam richte dich auf. Löse die Hände, greife mit beide Hände auf den Boden und lass den linken Knie auf den Boden sinken, linke Fuß hinten lang machen. Linke Hand stützt jetzt auf den Boden, rechte Hand auf dem Kreuzbein. Schieb dich mit der linken Hand vom Boden weg, linke Schulter ist lang und schau dich nach rechts hier. Nacken lang. Nimm hier einen tiefen Atemzug. Schau, dass dein Nacken auf die rechte Seite sich ganz lang anfühlt. Rechter Ohr zieht nach oben, rechter Ohr in ein kleines Stück spitz, sodass dein Nacken auf die rechte Seite sich ganz lang anfühlt. Und dann langsam lösen. Linke Hand stützt immer noch auf den Boden. Und für die nächste Einatmung führe die rechte Hand nach oben Richtung Decke. Hier nochmal weit nach rechts schauen im Oberkörper. Schieb dich mit dem linken Hand vom Boden weg und genieße ja diese Verschraubung vor und von deinem Oberkörper. Dein Nacken soll sich lang anfühlen. Und dann langsam komm zurück. Komm in den Vierfüßlerstand. Fächer die Finger breit auf. Stell die Zehen auf. Und mit dem Ausatmen schieb dein Becken weit nach hinten oben. Kopf ganz schwer. Genieße hier die Länge von deiner Wirbelsäule. Lass die Fersen ein paar Millimeter tiefer Richtung Boden nach unten sinken. Und dann langsam. Lass die Knie wieder zurück, den Boden sinken, komm in der Vierfüßlerstand. Roll dein Becken ein, lass dein Becken nach unten sinken, heb dein Brustbein an und er nach oben schaut. Und vom Mukhasanasana, schieb dich mit beiden Händen vom Boden weg, Nacken lang. Atme fließt ruhig, gleichmäßig. Genieße hier die Weite von deinem Brustkorb. Der nächste Ausatmen. Schieb dich nochmal in den herabschauenden Hund, Becken weit nach hinten oben.
dann entweder über die Vierfüßlerposition oder direkt mit dem linken Fuß nach vorne steigen. Rechte Knie strecken, finde dein Gleichgewicht hier und langsam richte dich auf. Lass die hintere Knie ein bisschen Richtung Boden sinken, beide hintere Knie. Roll dein Becken ein. Kreuzbein sinken, Schambein nach oben, zentriere hier im Becken. Und versuch den Oberkörper direkt über dein Becken nach oben aufrichten. Das heißt, bring dein Becken, die Schulter und die Ohren auf eine Linie. Beug die Ellbogen, die kleinen Finger drehen zu dir. Und dann langsam schraub dich nach links hier. Becken bleibt konzentriert. Brustbein dreht weit nach links. Schulter tief. Noch ein Millimeter tiefer die Schulter. Und Nacken ganz lang. Nimm hier noch einen tiefen Atemzug. Langsam schraub dich zurück. Und steig nach vorne. Bring die Füße hier wieder ganz eng zusammen. Die Großzehen und die Fersen berühren sich. Roll die Oberschenkel nach außen. Roll dein Becken ein, Kreuzbein sinkt, Schambein nach oben. Die Flanken lang, die Schulter breit. Die Finger ziehen sanft Richtung Boden nach unten. Tadasana. Verweile hier für ein paar Atemzüge. In Tadasana. Spür ganz tief in dir hinein. Spür deinen Atem. Beobachte, wie dein Körper jetzt in diesem Moment sich anfühlt. Löse die Haltung, steig mit den Füßen nochmal hüftbreit und dann steig mit dem rechten Fuß nach hinten. Der rechte Fuß steigt nach hinten. Streck beide Knie und bring jetzt diesmal den Becken parallel zum langen Seite von deiner Matte. Dreh linke Oberschenkel maximal aus. Und zentriere dein Becken, roll dein Becken wieder ein und schau, dass beide Hüften auf die gleiche Höhe sind. Lass nicht zu, dass die rechte Hüfte hier nach oben steigt. Beide Hüften auf die gleiche Höhe, Becken gut eingerollt. Linke Oberschenkel maximal ausrollen und beide Knie stabil gestreckt. Heb die Arme parallel zum Boden, einatmen, streck nochmal die Arme hier, finde die Länge. In deine Arme, öffne den Brustkorb. Dem Ausatmen setz die Schulter tief nach unten, lass sie nach unten sinken. Nochmal einatmen und mit dem nächsten Ausatmen neige dich weit nach links und die Tatrikonasana. Linke Hand stützt unterhalb von deinem Knie, rechte Hand zieht Richtung Decke nach oben. Dreh die rechte Hüfte Richtung Decke nach oben, auch so weit es geht. Verliere aber nicht hier die Oberschenkel, linke Oberschenkel, dreh gleichzeitig nach außen. Heb dein Brustbein, dreh dein Brustbein so weit es geht nach vorne. Beide Flanken bleiben schön lang hier. Blick entweder nach vorne oder du kannst deinen Blick nach oben richten, wenn du willst. Hier ist dein rechter Ohr spitz. So dass dein Nacken hier sich lang anfühlt. Und mit der nächsten Einatmung komm hoch. Ausatmen, lass die Arme nach unten sinken. Steig wieder nach vorne und wechsel die Beine. Steig mit dem linken Fuß nach hinten. Dreh dein Becken parallel zum langen Seite von deiner Matte. Rechter Oberschenkel hier maximal ausdrehen, so dass du die gerade Linie von deinem Knie und deinen Zehen findest. Becken gut zentrieren,
Kreuzbein sinkt, Schambein nach oben, beide Hüften auf die gleiche Höhe. Und dann hebt die Arme parallel zum Boden, setzt die Schulter tief, die Finger ziehen weit auseinander. Die Schlüsselbeine sind ganz lang und trotzdem viel Raum zwischen deine Schulterblätter hinten. Spür nochmal diese Länge und die Arme, die Weite von deinem Schultergürtel. Atme nochmal ein und mit dem Ausatmen weit nach rechts neigen hier. Rechte Hand stützt unterhalb von deinem Knie, linke Hand zieht Richtung Decke nach oben. Linke Hüfte dreht sanft Richtung Decke nach oben, rechter Oberschenkel dreht aus, Becken gut zentriert, untere Rücken lang, Flanken lang, rechte Schulter weich, Nacken lang. Und wenn du deinen Blick nach oben richtest, dann stell dir vor, dass der linke Ohr ein kleines Stück spitz wird, jemand zieht auf dein linken Ohr, so dass dein Nacken sich ganz lang. Wir nehmen noch einen ruhigen Atemzug. Und mit der nächsten Einatmung komm hoch. Ausatmen, Arme lesen und nach vorne steigen. Steige die Füße hüftbreit, bind die Hände auf die Hüfte, Daumen und Ellbogen. Schau nach hinten. Schieb hier mit deinem Daumen den Kreuzbein nach unten. Schulter tief. Mit dem Einatmen heb deinen Blick nach oben. Dein Nacken hinten bleibt aber lang. Genieße für einen Moment hier die Weite in den Brustkorb. Und dann neige dich weit nach vorne. Oberkörper parallel zum Boden zuerst. Bleib hier für einen Moment. Scheitel zieht nach vorne und Steißbein zurück. Schau, dass du diese gerade Linie findest hier in der Wirbelsäule. Und dann langsam entspanne deinen Oberkörper, die Arme ganz entspannen. Komm in Uttanasana, Vorwärtsbeuge. Und bleib hier für einen Moment. Hier hast du auch eine gute Möglichkeit, deine Knie zu beobachten. Vielleicht merkst du, dass die Knie nach innen gehen hier. Dann drehe bitte die Oberschenkel in Spur aus, sodass die Knie in einer Linie mit deinem Zehen schauen. Die Knie geradeaus nach vorne. Die Schulter ganz entspannt. Nimm hier noch einen tiefen, genüsslichen Atemzug. Lass deinen Oberkörper noch tiefer nach unten sinken. Schau, dass dein Nacken sich ganz entspannt anfühlt. Kopf ist ganz schwer. Und dann langsam beide die Knie. Kannst dich gerne auf deinen Oberschenkel stützen und roll dich langsam hoch. Komm langsam zum Stehen. Roll die Schulter zweimal von vorne nach hinten. Lass die Schulter ganz weich sein. Jetzt machen wir eine Gleichgewichtsübung. Und wenn du willst, kannst du jetzt von deiner Matte runtersteigen. Dann ist das nämlich leichter. Bring die Füße auf eine Linie und rechter Fuß ist jetzt direkt vor dem linken. So, bring die Füße auf eine Linie. Und verteile das Gewicht gleichmäßig zwischen beide Füße. Du stehst jetzt hier auf beide Füße. Also du stehst auch auf dem vorderen und auf dem hinteren Fuß. Knien kannst du gerne ein bisschen beugen. Und vielleicht merkst du jetzt schon, dass es ein bisschen wackelig wird. Falls es noch zu wenig wackelig ist, kannst du langsam die Fersen vom Boden heben. Und dann Richtung Boden wieder nach unten sinken lassen. Vielleicht hast du das Gefühl, du magst noch mehr Herausforderung. Dann kannst du gerne nach oben kommen, oben bleiben und hier deinen Blick nach rechts und nach links führen. Je schneller du das machst, desto mehr Herausforderung ist das für dein Gleichgewicht.
Genau, mach das ruhig so schnell, so viel, dass es so richtig wackelig wird hier. Und dann langsam lösen. Wechsel auf die andere Seite. Bring hier die Füße auf eine Linie. Verteile das Gewicht gleichmäßig. Beug gerne die Knie ein bisschen, lass die Knie weich sein. Es ist wichtig, dass du hier wirklich auf beide Füßen stehst, nicht nur hinten, sondern auch vorne. Dann kannst du gerne die Fersen zum Boden heben. Oder du magst sogar den Blick in den Raum herumwandern lassen. Fordere dein Gleichgewicht hier aus. Schau, dass du so weit, so schnell es machst oder so weit es steigerst, dass dein Gleichgewicht wirklich herausgefordert wird. Gut, und dann komm langsam zurück. Gut, jetzt kannst du dich gerne wieder auf die Matte zurückstellen und rechter Fuß ein kleines Stück nach vorne stellen. Schieb dich mit dem linken Fuß vom Boden weg, linke Hüfte sinkt. Bleib hier für einen Moment. Schau, dass du hier die Länge auf die Standbeinseite findest. Linke Hüfte sinkt, linke Hüfte ist stabil. Und dann löse den rechten Fuß vom Boden. Behalte die Länge hier auf die Standbeinseite. Die ganze Zeit schiebst du dich vom Boden weg mit dem linken Fuß. Und dann rechter Fuß unterhalb oder oberhalb von dem Knie abstützen. Wichtig ist hier die Länge auf die Standbeinhüfte, Standbeinseite stabil. Die Hände vor der Brust. Und wenn du willst, kannst du hier die Arme auch nach oben strecken. Schieb dich vom Boden weg. Schulter tief. Brustkorb kann sich weiten. Öffnen sich, entfalten hier in der Haltung. Und wenn du eine stabile Mitte hast, kann sich dein Brustkorb weiten und öffnen. Langsam lösen, wechsel auf die andere Seite, linke Fuß nach vorne, dem rechten Fuß schiebst du dich vom Boden weg, rechte Hüfte sinkt. Wenn du hier die Stabilität und die Länge gefunden hast, dann löse deinen Fuß vom Boden, stütz den linken Fuß unterhalb oder oberhalb von deinem Knie ab, schieb dich noch einmal. Millimeter weiter vom Boden weg und dann nimm die Hände vor der Brust, setz die Schulter tief nach unten . Du kannst auch die Arme nach oben steigen lassen hier . Schulter bleiben immer noch tief, die Schulterblätter sinken tief nach unten . Finde dein Gleichgewicht hier auf den Beinen. Tiefen Atemzug. Und dann langsam löse die Haltung. Gut. Okay, jetzt komm langsam zum Sitzen bitte. Also setz dich wieder zurück auf die Matte.